Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Ja, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr so ein schönes Infrarotbild ganz einfach in Photoshop erstellen könnt. Zum einen gibt es da dieses monochrome Infrarotbild, zum anderen dieses farbige Infrarotbild. Und beide Versionen werden eigentlich mit einem Filter auf der Kamera aufgenommen. Aber wir machen das Ganze heute in digitaler Form. Das Wichtigste beim Infrarotbild ist schon mal das Motiv. Und zwar werden hier meistens irgendwelche Bäume verwendet. Denn das ist eigentlich dieses Typische an diesem Effekt, dass eben die normal grünen Bäume so ganz auffällig weiß werden. Und darum habe ich hier auch mal ein Bild genommen, wo Bäume mit drin sind. Ja, sobald wir unser Bild haben, können wir eigentlich auch schon loslegen. Und zwar brauchen wir erstmal eine neue Einstellungsebene. Dazu klicken wir auf diesen schwarz-weißen Kreis und wählen Kanalmixer. Hier gibt es schon von Photoshop vorgegeben so einen Infrarot-Effekt. Dieser ist aber nicht wirklich gut. Von daher machen wir das lieber auf unsere eigene Art und Weise, eben händisch. Und dazu stellen wir das Ganze wieder um auf Standard. Denn hier beim Ausgabekanal wählen wir Monochrom an, sodass dieser sich in Grau ändert. Und schon können wir eigentlich hier mit den Werten loslegen. Den roten Kanal stellen wir mal auf 50, grün auf 150 und blau auf minus 100. Mit diesen Werten könnt ihr ein bisschen rumspielen. Das verändert sich natürlich von Bild zu Bild. Aber im Prinzip müsst ihr eigentlich darauf achten, dass hier unten bei Gesamt plus 100 steht. Denn nur dadurch wird der Grundton des Bildes beibehalten. Und wenn ihr hier eben diese Werte eingestellt habt, dann haben wir eigentlich schon ein ganz ordentliches Ergebnis. Vorher und nachher. Wir haben hier diesen typischen Farbton bei den Bäumen, dieses auffällige Weiß, was wir auch hier bei dieser professionellen Vorlage haben. Zwar kommt mein Bildchen nicht optimal ran. Klar, ich habe auch eine viel schlechtere Kamera, darum hier oben auch dieses extreme Bildrauschen. Aber wenn man eine gute Kamera hat und ein ordentliches Motiv, dann kommt da auf jeden Fall was Gutes dabei raus. Jetzt kann man diesen monochromatischen Infrarot-Effekt auch noch mit einem Farbakzent versehen. Dazu einfach die Hintergrundebene einmal duplizieren und die neue Ebene ganz nach oben in der Ebenenpalette schieben. Dann hier den Ebenenmodus auf ineinander kopieren und die Deckgraf ein bisschen runterschrauben auf so 30, 40, 50%. Und schon haben wir hier einen dezenten Farbakzent gesetzt. Wir können das Ganze natürlich auch noch ein bisschen verringern, so zum Beispiel, dann habt ihr einmal wirklich die Schwarz-Weiß-Version, hier einmal ein bisschen mit Farbe. Kommt natürlich auch nicht an so eine tolle Fotografie ran. Aber im Prinzip wird das Ganze so erstellt. Jetzt braucht man einfach nur noch eine gescheite Vorlage und schon hat man einen wirklich tollen Effekt. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Bis dann, tschüss.